BlizzCon 2018. Ladies and gentlemen, please welcome. Hallo Leute, bitte begrüßt Mitgründer von Blizzard Entertainment, Mike Morhaime. Thank you so much, everyone. Danke an euch alle und willkommen zur BlizzCon 2018. Ich denke, wie viele von euch wird BlizzCon für mich immer ein Zuhause sein und es fühlt sich immer gut an, zu Hause zu sein. Ich mache das ja jedes Jahr und auch dieses Jahr wieder. Wie viele von euch sind zum ersten Mal auf der BlizzCon? Wie viele waren auf zwei BlizzCons? How about five BlizzCons? Und fünf BlizzCons. And how many of you have been to all of the Und wie viele von euch waren auf allen BlizzCons? I've been to all of them too. Ich war auch bei allen dabei. And I want to acknowledge Und ich wollte ein spezielles Paar erwähnen, die auch auf jeder BlizzCon waren, und zwar meine Eltern. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Sie zu schätzen weiß und Ihre Unterstützung. Leider geht meinem Vater nicht so gut heute, aber die sind zu Hause dabei und sehen es sich zu Hause an. Danke, Mama und Papa. Ob ihr ein BlizzCon-Veteran seid oder zum ersten Mal dabei, ihr seid hier unter Freunden. Willkommen. Und auch, wir wollen Hallo sagen zu allen, die im Online-Stream zu Hause dabei sind. Hallo. As
Wie ihr wisst, werde ich den Stab weiterreichen an meinen guten Freund J.L. Bragg. Aber bevor ich das tue, möchte ich einen Rückblick machen auf die letzten 27 Jahre. Es ist unglaublich, was für ein Abenteuer es für uns alle war. Als Alan Frank und ich anfingen, hätte ich mir nie vorstellen können, wohin uns dieser Pfad geführt hat. Wir dachten, wir hätten es geschafft, als wir unser erstes Spiel von Anfang an entwickelt hatten, Lost Vikings, oder als Tides of Darkness, Warcraft Tides of Darkness, unser Bestseller wurde. Und dachte ich, ich träumte mich mit unseren Mitternachts-Launch-Events, als wir Schachteln für unsere Spieler unterzeichneten und als World of Warcraft explodiert ist und alles über Nacht verwandelt hat. Wir haben unsere erste BlizzCon hier im Jahr 2005 abgehalten und wir waren einfach überwältigt von der Reaktion und jedes Jahr wurde es besser. Es wurde zu einem Eckpunkt unserer Community und ein Highlight jedes Jahres. Ich konnte die ganze Welt bereisen auf E-Sports-Events und habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und früher in diesem Jahr hatten wir die Overwatch League Finals vor einem ausverkauften Barclays Center. Wir sind sehr weit gekommen. Wir haben viel erreicht. Wir haben viele fantastische Erfahrungen zusammen gehabt. Und eure Leidenschaft hat all das möglich gemacht und so speziell gemacht. Alle, die bei uns auf dieser epischen Reise dabei waren, ich bedanke mich bei euch. Eure Unterstützung hat unsere Kreativität angefeuert und hat mir sehr viel bedeutet. Und jetzt will ich ein paar Worte sagen über unseren neuen Präsident, J. Allen Bragg. Viele von euch kennen Alan von seinen 12 Jahren seiner Arbeit an World of Warcraft. Ihr denkt vielleicht, ihr kennt Jay, aber ihr kennt ihn nicht. Nicht wirklich, aber ganz ehrlich, Jay war ein guter Freund von mir, seit er bei Blizzard dabei war. Er war der Leiter des Development Teams eines sehr komplexen und einflussreichen Spiels und er hat es mit großer Integrität getan. Er ist ein großer Verfechter der Werte von Blizzard und eine Führungsfigur, nicht nur für World of Warcraft, sondern im Unternehmen. Ihm liegt unsere Community und unsere Mitarbeiter sehr am Herzen. Und ich bin sehr traut, sehr stolz und begeistert zu wissen, dass er von nun an Blizzard leiten wird. Ich danke euch allen für eure enorme Unterstützung. Und jetzt bitte begrüßt auf der Bühne den Präsident von Blizzard Entertainment, J. Allen Bragg. Look at what you did. What did I do? You made this. Schau mal, was du angerichtet hast. Thank you, Mike. It is awesome. Thank you for all your passion. Danke für deine Leidenschaft. Danke für alles, was du getan hast. We wouldn't be here without you. Ohne dich wären wir nicht hier. All right. Thank you. Mike Morheim, ladies and gentlemen. Mike Morheim. Thank you, everyone. Danke. Das war ein toller Moment. Mike ist eine erstaunliche Führungsfigur und ist es ist sehr schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Und wir sind in einer guten Position. Als ich vor fast 13 Jahren bei Blizzard angefangen habe, war ich motiviert davon, fantastische Spielerfahrungen zu schaffen. Ich bewundere die Development First Kultur und die Blizzard Community. Das seid ihr.
alle, die hier dabei sind. Ihr seid die leidenschaftlichsten und engagiertesten Spieler, die es gibt. Alles von Blizzard, unsere Spiele, unsere Mitarbeiter, die Community begeistern und inspirieren mich. Ich bin sehr stolz darauf, Blizzard in die Zukunft zu führen und auch sehr überwältigt von der Verantwortlichkeit. Es ist eine große Herausforderung, aber was uns bei Blizzard motiviert, ist euer Enthusiasmus. Das Feedback von euch feuert uns an, mehr tolle Inhalte zu schaffen und treibt uns auch an, fantastische Erlebnisse wie BlizzCon zu schaffen. Für uns ist BlizzCon, bringt BlizzCon die Community zum Ausdruck. Auf der BlizzCon passiert die Magie. Dort kommen die Gamer zusammen, bauen Freundschaften auf und schaffen Erinnerungen. Bei BlizzCon sehen wir auch erstaunliche Kreativität im Bereich Kunst, Film, Talent und Cosplay. Und alle kommen zusammen. Alle diese Elemente machen die Universen spannender und bringen Spaß in jeden Tag. Wir wollen weiterhin Spiele für euch machen, an denen ihr teilnehmen möchtet. Gaming kann sehr inklusiv sein. Zusammen können wir einander inspirieren und eine bessere Welt schaffen. Machen wir einen Rückblick auf die tollen Erfahrungen, die wir gemeinsam hatten im vergangenen Jahr. Wir sind zusammengekommen als Fraktionen und haben teilgenommen in Battle for Azeroth, der neuesten World of Warcraft-Erweiterung. Wir hatten gruselige Dungeons und wissenschaftliche Experimente in Hearthstone. Wir haben einander herausgefordert mit neuen Helden und Karten in Overwatch, Heroes of the Storm und StarCraft II. Und heute, zum ersten Mal, könnt ihr Diablo 3 spielen auf einem Nintendo Switch mit der Eternal Collection. Dieses Paket schließt ein alle Diablo 3 Inhalte, einschließlich Reaper of Souls, Totenbeschwörer, und wir arbeiten mit Nintendo, um es auf die Switch-Konsole zu bringen. Das sind Spiele, die wir alle lieben, und wir spielen sie zusammen auf Battle.net. Wir hatten Zusätze zu der Plattform von großartigen Developern außerhalb von Blizzard. Wir hatten viele Spieler von Call of Duty, Black Ops. Und im September hat das Team von Bungie seine Erweiterung für Destiny 2 rausgebracht, Forsaken. Wir heißen diese Spiele willkommen auf Battle.net und machen die Community damit noch stärker. Außerhalb der Spiele hat die Community etwas ganz wahnsinnig Tolles gemacht. Vor allem die überwältigende Unterstützung für die Breast Cancer Research Foundation. Dank eures Enthusiasmus für die große Mercy-Skin haben wir $12.7 Millionen gesammelt für die Brustkrebsforschung. Und das war die größte Firmenspende innerhalb eines Jahres von einer Firma für die Breast Cancer Research Foundation jemals. Und darauf können wir alle stolz sein. Bei E-Sports gab es ein historisches Ereignis mit der ersten Saison der Overwatch League und den gesendeten Grand Finals im Barclays Center in Brooklyn. Und wir hatten wir haben viel E-Sports für euch heute, dieses Wochenende, Overwatch World Cup, StarCraft
zwei WCS Global Finals, Heroes of the Storm Global Championship Finals, World of Warcraft Arena World Championship und Mythic Dungeon All-Stars. And finally, und the Hearthstone Global die Games. Hearthstone Global Games. There are so many incredibly es gibt so viele unglaublich talentierte, you know, professionelle Spieler hier. Sehen wir uns mal an, was es bedeutet, hier an dem Wettbewerb teilzunehmen. This is about passion, dedication, endurance, the endless drive to find our limits and push beyond them. This is about sharing the love, making connections, keeping your head up, no matter what goes down. It's about remembering to celebrate victory and learn from defeat. It's about something personal. It's hunger. A fire inside all of us, daring us to risk it all, to rise above the rest. Whether you play at home or in the arena, this is about more than games. Was man wirklich sieht in diesem Video ist die Emotion, die ich glaube, wir alle fühlen, wenn wir Leute beim Wettbewerb zustehen, zu sehen auf dieser hohen Ebene, das Engagement, das nötig ist, um da dabei zu sein. Seid ihr bereit für eine wahnsinnige Gaming-Wettstreit dieses Wochenende? Ich glaube aber, ich weiß, warum ihr hier seid. Und das ist, um die Zukunft zu sprechen. Und über neue Videospielinhalte zu sprechen. Und damit möchte ich gleich anfangen mit StarCraft 2. Wusstet ihr, dass dieses Jahr StarCraft seinen 20. Geburtstag feiert? Als Spielfranchise. Wir haben einen neuen Koop-Kommandanten heute, der spielbar ist, unseren alten Favoriten Zeratul. Und unsere Freunde bei Google DeepMind sind auch wieder dabei mit einem Update, um über ihre Arbeit bei StarCraft 2 zu sprechen. DeepMind ist ganz vorne bei der künstlichen Intelligenzforschung dabei und wollen stärkere Verbindungen zwischen Menschen und Computern schaffen. StarCraft 2 als wettbewerbsorientiertes Spiel macht es eine ideale Herausforderung für KI-Arbeit. Und wir hoffen, dass das zu positivem Fortschritt auf der Welt führen wird. Und ihr kriegt mehr Informationen über StarCraft 2 und alle Neuigkeiten morgen auf der mythischen Bühne. Dieses Jahr war auch eine Riesenfeier für Heroes of the Storm.
zusätzlich zu den üblichen neuen Helden hat das Team auch neue Skins, neue Quests, neue Storylines geschaffen. Und Heroes of the Storm bleibt ein Liebesbrief an unsere Lieblings-Blizzard-Helden. Hier kann man auch Dinge erkunden, die auch für Blizzard neu sind. Heute habe ich zwei Heldenvideos für euch, die ich euch zeigen möchte. Das erste Video zeigt einen neuen Helden, der völlig im Nexus entstanden ist. Und sie wird euch zeigen, dass sie sich behaupten kann gegen ikonische Charaktere, die ihr kennt. Und hier seht ihr einige von den spannenden Inhalten, die in den Nexus kommen werden. Bitte darf ich euch vorstellen, Orphea. You have finally returned home. Home? You destroyed my home. Slaughtered innocents, left peaceful realms in ruin. You broke your promise. I will not be questioned. Return to the tower at once. Fine. Someone should probably stop us. I'm Kevin from the Heroes Dev Team, and I'm here to announce your game.
Orphea ist nicht der einzige spannende Update, die wir für euch haben. Seht euch das What's Next Panel und das Panel zu morgen an für neue Inhalte. Um Orphea zu ehren, wollten wir sie der BlizzCon-Familie zur Verfügung zu stellen. Orphea ist gratis für alle BlizzCon-Besucher und Leute mit virtuellen Tickets verfügbar. Habt Spaß mit Orphea und wir sehen uns im Nexus. Und zum Schluss für mich, wir haben ein Update für eines meiner absoluten Lieblingsspiele, World of Warcraft. Wenn ich von Mike übernehme, es war uns wichtig zu wissen, dass World of Warcraft geleitet wird von jemandem, der die Community versteht und auch das Spiel persönlich liebt. Und wir mussten nicht lange suchen nach so einer Person. Ich kenne John seit langem. Er hat bei Mists of Pandaria mitgearbeitet. Dann hat er Diablo Reaper of Souls mitgeschaffen und er hat viele Entwicklungen geleitet als einer meiner Partner bei World of Warcraft. Er hat Aktuelles zu Battle for Azeroth und auch was für viele von euch euer Lieblings-Eiscreme-Geschmack ist. Bitte heißt willkommen den Executive Producer von World of Warcraft, John Haidt. Danke, Jay. Du fehlst uns. Du fehlst uns im WoW-Team, aber wir sind so stolz, dass du jetzt unser Präsident bist. Okay. Horde! Allianz! Welcome back to BlizzCon. Willkommen auf der BlizzCon. Wir haben epische Momente erlebt in der Battle for Azeroth. Wir haben Sylvanas dreiste Attacken verfolgt. Wir haben die Vergeltung der Allianz gesehen in der Unterstadt und dass die Rücknahme von Lordaeron nur um Vernichtung durch die Seuche zu sehen. Beide Seiten haben neue Allianzen geschmiedet und ihre Armeen mit der mythischen Macht von Azerith auszustatten. Mit der Horde waren wir in Kalimdor und die Allianz hat Stärke gewonnen in den östlichen Reichen. Die Zukunft von Azeroth hängt in der Schwebe. Allianz! Das Schicksal schien sich zu euren Gunsten zu wenden. Die Zeit zuzuschlagen ist jetzt. Werdet ihr euren Vorteil nutzen und eure Verbündeten sammeln und die Horde anzugreifen, wo sie es am wenigsten erwartet? Werdet ihr? Horde. Ihr habt eine schlimme Niederlage erlitten in der Unterstadt, aber ihr habt mächtige neue Freunde gewonnen in Zandala. Werdet ihr an deren Seite stehen, wenn die Allianz in
ihrem Heimatland angreift. Ihr habt euch für den Krieg vorbereitet und jetzt ist der Krieg hier in Tides of Vengeance. Es ist, wir haben vor etwa einem Monat mit dem öffentlichen Testen für Tides of Vengeance begonnen und wir sind schwer an der Arbeit, das Spiel zu verfeinern für die Allianz und die Horde gleichermaßen. Wir können es gar nicht erwarten, dass die Spieler gegeneinander antreten in der Schlacht von Dazar'lor. In der großen Pyramide, in der Troll-Hauptstadt. Und das ist das erste Mal, dass die Spieler jeweils einzigartige Allianz- und Horde-Versionen des Konflikts erleben werden. Wir haben auch die Allianz wird helfen. Die Allianz wird den Nachtelfen helfen, sie zurückzugewinnen, und die Horde wird mit der Zerstörung von Sylvanas weitermachen. Wenn ihr euch fragt, was darüber hinaus bei Tides of Vengeance zu erwarten ist, dann müsst ihr euch das Podium auf der mythischen Bühne später ansehen. Wenn ihr Fragen habt, haben wir morgen auch auf der mythischen Bühne, könnt ihr eure Fragen auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt abgeben. Nachdem wir mit World of Warcraft jetzt im 15. Jahr sind, blicken wir zurück auf dieses Spiel, das unsere Fantasie inspiriert hat und Freundschaften geschafft hat und den Verlauf unseres Lebens, insbesondere meines, geändert hat. Letztes Jahr auf der BlizzCon haben wir angekündigt, dass wir zu den Ursprüngen zurückkehren würden. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Fortschritte heute mit euch teilen können. Hier auf der BlizzCon könnt ihr WoW Classic spielen. Und wenn ihr nicht auf der BlizzCon seid, könnt ihr das Demo herunterladen mit eurem virtuellen Ticket. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wann ihr das komplette Spiel spielen könnt. Könnt ihr raten? WoW Classic kommt im Sommer 2019 raus. Das ist eine tolle Gelegenheit, das originale Spiel zu erleben, wieder zu erleben. Und falls ihr es noch nie erleben konntet, solltet ihr mal sehen, wie World of Warcraft vor 14 Jahren war. Wirklich, solltet ihr euch ansehen. Und jeder mit einer World of Warcraft, mit einem Abo, wird Zugang haben zu WoW Classic. Ihr habt ja viele Fragen über unsere Wiedererschaffung von WoW Classic, wie wir das wiederherstellen. Und wir haben ein Podium dazu über die Erstellung von WoW Classic morgen auf der mythischen Bühne. Trotz unserer Unterschiede, Alliance gegen Horde. Eines eint uns, und das ist die jährliche Wohltätigkeitssammlung. Dieses Jahr ist unser Wohltätigkeitskuscheltier dieser kleine. Er heißt Wamper. Und dieses Jahr unterstützen wir code.org. Das ist eine
Non-Profit. Sie unterstützt Computer- und Informatik-Ausbildung für Frauen und Minderheiten in Schulen. Wir als Warcraft-Community und als Blizzard-Community teilen diese Werte und wir hoffen, dass ihr Wampa adoptieren könnt, um code.org zu unterstützen. Einen habe ich noch. World of Warcraft, da geht es nicht nur um Schlachten und Schlachtzüge, sondern um Mythologie. Zeitlose Helden, zeitlose Geschichten und die Helden, die diese Welt bewegen. Also bevor ich an den nächsten Sprecher weitergebe, hier etwas ganz Besonderes, eine neue Videosequenz, Battle for Azeroth, Lost Honor. That's the last of the soldiers. We'll be calling up farmers next. When this war began, I thought we were fighting for peace. But we're just fighting. You're doing all you can to stop her, Your Majesty. At Lordaeron, you had the chance to take my life. Maybe even end the war. Why didn't you kill me? I spared you because I believed you have honor. Was I wrong? Do you want more innocents to suffer? The Horde... I have given everything for the Horde! Blood for it, kill for it, and Sylvanas is destroying it! She will destroy everything! What I want is my Horde. Sarafang, tell me why you spared my life. I hoped you would stop her. I can't. Not alone. Please welcome. Bitte begrüßt den Creative Director von Hearthstone, Ben Thompson. Kaplan. Bei Kaplan übernehme ich. Bei Kaplan übernehme ich. Jetzt noch nicht? Jetzt noch nicht? Bei Kaplan. Kaplan.
of BlizzCon! Shouts out BlizzCon. Can everybody hear the Overwatch Arena? Kann jeder die Overwatch Arena hören? Awesome! Toll. Ich möchte Hallo sagen zu allen Leuten, die zu Hause dabei sind. Wir alle würden gerne bei euch sein. Denn die sind alle später mit dabei. Bevor ich beginne, eine kurze Geschichte für euch. Mein Neffe ist in der Stadt für BlizzCon und es ist seine zweite BlizzCon. Und er hat zu mir gesagt, Jeff, ich bin so begeistert über die neue Ankündigung und was wird wohl die neue Ankündigung sein? Und er hat gesagt, ich hoffe wirklich, dass ihr Moira aus dem Spiel rausschmeißt. Er muss wohl ein Free-for-All-Deathmatch-Spieler sein. Aber es war ein erstaunliches Jahr. Ich möchte Hallo sagen zur Overwatch League im Finale in New York. Es war der reine Wahnsinn. Es war so toll, dabei zu sein. Wir sind so stolz auf die Overwatch League. Wir wollen ein Gruppensystem haben, damit jemand Zenyatta spielen kann. Wir haben ein Endorsement-System hinzugefügt und ich empfehle für den Reinhardt, der das Schild benutzt, unterstützt Reinhardt. Er ist ein gutes Teammitglied. Wir haben euch neue Locations gebracht, wie Rialto und Busan. Und die Vergeltung war fantastisch. Ihr habt mehr gelernt über unsere Charaktere wie McCree und Reyes. Es war so viel Spaß. Und wir haben zwei neue Helden hinzugefügt. Brigitta neu eingeführt. Und natürlich Wrecking Ball. Aber es gibt etwas, auf das ich besonders stolz war, auf die ganze Blizzard Community. Und das war euer Beitrag zu Rosa Mercy. Wir sind so dankbar und so stolz auf euch alle. Ihr habt über 12,7 Millionen Dollar gesammelt. Ihr könnt damit wirklich die Welt verändern. Vielen Dank dafür. So toll wie aber diese Sachen waren dieses Jahr. Und wie kann ich Overwatch World Cup vergessen und Lucy O'O's? Ich weiß, was alle morgen zum Frühstück essen werden. Aber wir kommen auf die BlizzCon, um neue Dinge zu sehen. Eine meiner Lieblingsdinge für Blizzard und BlizzCon ist die erstaunliche Arbeit, die die Story- und Franchise-Development-Gruppe machen. Das sind die Frauen und Männer, die die tollen Blizzard-Video-Sequenzen und die Kurzfilme erstellen. Ich möchte euch präsentieren von Jason Hills unseren neuesten Kurzfilm Reunion. Don't let her fall in love with the
Ash! Ash! We got trouble! Jesse McCree, been a while. You promised you'd write. Well, Ash. I've been kind of busy. We're pretty busy ourselves, so it's awful convenient you showing up today. Yeah, you've never been one to shy away from a good tip. Hey, we worked hard for this score. You best move on now. All I want is that crate. Everything else is yours. This crate? Huh. Bob. Well, well. Now you got my attention. What is it? That's none of your business. Well, as I see it, now it's very much our business. Doesn't always have to be this way, Ash. Apparently, it does. Looks like Bob got himself some upgrades. Last chance, McCree! Toss out your weapon! All right, Ash. Here it comes. Sorry about that, Bob. No hard feelings. McCree? Hey! Untie me, McCree! Say hi to the gang for me. I will not be yours! I'm gonna rebuild Bob, and I'm gonna have him rip off your other arm! Hey there, cowboy. Welcome back, partner. How long have I been gone?
far too long. What happened? Well, that's a story for another time. But I got a call. I'm getting the band back together. They want me, but really, they need you. Jesse, wait. What are you going to do? I've got some business to attend to. Say hi to the monkey for me. Monkey? Scientist. Whatever. Wow, das war Reunion. Und hoffentlich fandet ihr das auch so spannend. Das hat unheimlich Spaß gemacht, das zu drehen. Und das, was ja so schwer dabei ist, wenn man solche Kurzfilme dreht, ist natürlich die neuen Charaktere. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt wahnsinnig viele neue Charaktere. Es gibt den mysteriösen, den geheimnisvollen Roboter Ico. Und die ganze Zeit haben wir uns gefragt, könnte nicht einer dieser Charaktere der nächste Held bei Overwatch sein? Okay, wäre das nicht super cool? Aber da gibt es wahnsinnig viel in diesem Kurzfilm. Zum Beispiel, es könnte zum Beispiel dieser omnische Scharfschütze sein. Der könnte ja super cool sein. Wir könnten ihn in einen tollen Hero machen. Oder zum Beispiel einer der drei Drillinge oder alle drei Drillinge. Das wäre doch auch ganz cool, oder? Oder, ich meine, die werdet ihr ja noch studieren. Und dann gibt es natürlich Echo, wie gesagt, der geheimnisvolle weiße Roboter. Und wir alle wollen mehr über ihn erfahren. Aber ich denke, Echo braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir bereit sind für Echo. Aber wie sieht's mit Bob aus? Ich glaube, Bob wäre verdammt cool. Aber ganz ehrlich, während des Making-ofs von Reunion haben wir uns in eine Lady verliebt, die allen die Show gestohlen haben. Und jetzt herzlich willkommen zur 29. Overwatch-Heldin. Viel Spaß! Funny. They say there's no honor among thieves. But that's not how things work around here. If you cross me, or if you break your word, there'll be hell to pay. You can count on it. Let's clean up this mess. You wanna try me? Poser. Back off! Unstoppable! Burn it all down. Now that gets the blood pumping. There you are. I'm calling the shots. Bob, do something. Ja, ganz herzlich willkommen hier bei Overwatch. Elizabeth Caledonia Ash. Und sie ist der Kopf der Deadlock-Gang. Und ich meine, im Moment läuft es bei ihr und McCree nicht so toll. Sie ist auf einfach ein toller Charakter. Wunderbares spielerisches Können. Und ich weiß, da
habt ihr wahnsinnig viel Spaß dran. Denn spielerisches Können daran mangelt es ja hier nicht auf der BlizzCon. Und ich meine, letztendlich hat sie ja auch Bomb als Ultimate. Und das ist absolut das Beste. Wartet mal, bis wir die Skins vorstellen für Bob und Ash. Das ist super viel Fun. Also, viel Spaß! Über Ash erfahrt ihr mehr auf dem Panel, auf der Podiumsdiskussion Overwatch What's Next. Also sie werden intensiv über Ash sprechen. Aber vor allen Dingen geht es jetzt nochmal tief rein in die BlizzCon. Wir wollen dafür sorgen, dass wir genug Zeit haben für die anderen Bekanntgaben. Jetzt kommt was ganz Spannendes und es ist mir eine große Ehre, jetzt Pete Stillwell von Blizzard Classic Games das Wort zu erteilen. Runde Applaus! Howdy BlizzCon! Hallöchen, BlizzCon. Mann. Gibt's wahnsinnig viele Erfahrungen hier bei Blizzard. Aber wir wollen auch eine Wiederkehr aus der Vergangenheit nochmal besprechen, also einen Wiedergänger. Vor einigen Jahren wurden Blizzard Classic Games mit einer einfachen Idee aufgelegt. Und zwar, die Welt sollte immer dazu in der Lage sein, die Grundlage unserer Spiele zu spielen. Also die Spiele, die Grundlage gelegt haben, unsere Spiele. Und das ist einfach toll. Also, im Namen des engagierten Teams hinter Classic ist es mir jetzt eine Ehre, die Rückkehr eines weiteren Titanen vorzustellen. We never paid any heed to the ancient prophecies. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. Day the sky rained fire, and the new enemy came among us. Stand now upon the brink of destruction, for the reign of chaos has come at last. Ja, also das kann ich gut gebrauchen, diese Anfeuerung. Und solltet ihr mir immer wieder mal angedeihen lassen. Vor 16 Jahren ist es so, dass Warcraft 3 mich gefunden hat. Und dass die Art, also das Kunstwerk dahinter, war ganz einfach wahnsinnig lebensecht. Und diese Erfahrungen haben mich wirklich verändert. Wegen dieses Spiels wollte ich Erfahrungen schaffen, die Menschen auch wirklich bewegen können. Und es ist dieses Spiel, das mich zu meiner Karriere als Developer veranlasst hat. Und wegen dieses Games bin ich zu Blizzard gekommen und stehe heute hier auf der Bühne. Absolut episch. Also Reforged wird nächstes Jahr rauskommen, aber wenn ihr Glück habt, also wenn ihr Glück genug habt, jetzt hier auf der BlizzCon sein zu können, dann müsst ihr gar nicht so lange warten. Wir haben hier
eine Demo, die gespielt werden kann. Cool. Und wenn ihr das jetzt noch nicht kennt, also er und seine Kollegen erwerben hier neue Kräfte und werden zum Lichkönig. Und naja, also 16 Jahre, hallo, ihr hattet genug Zeit. Also wenn ihr heute bei uns nicht sein könnt, dann macht euch keinen Kopf. Unser tolles Blizzard-Video-Team hat das alles für euch abgedeckt und die haben Gameplay-Footage zusammengestellt. Und das gucken wir uns doch mal mit eigenen Augen an. Los, Film ab! Too late. This entire city must be purged. All right, so Reforged is going to be an exciting new okay, also das wird ein aufregendes neues Kapitel sein bei Warcraft 3 Reforged. Aber zuerst einmal möchte ich zelebrieren, was wir bereits erreicht haben. Und ich meine, wir haben hier die Bühne bereitet für Warcraft. Das ist, naja. Also zum Beispiel Sylvana wurde zur Königin der Verlorenen. Und Soft Thrall zum Beispiel hat hier auch bahnbrechende neue Wege eingeschlagen. Und dann gibt es noch die Hybris und die schreckliche Grenze von Straffel und hat letztendlich zur Zerstörung von wichtigen Helden und dem Aufstieg zum Lichkönig geführt. Und das ist nur die Kampagne. Was wäre denn, wenn hier Millionen andere Spieler andere Wege finden wie ich und ihr? Und das hat verändert, wie wir hier kompetitiv spielen, hat uns dazu gebracht, anders zu denken. Wir haben Freundschaften geschmiedet, wir haben Rivalitäten begründet. Und auch die Editoren haben es ermöglicht, eigene Spiele und Träume wahr werden zu lassen. Und eigene Spiele haben neue Genres ins Leben gerufen. Mann. Also egal, ob man jetzt eine Kampagne fährt oder eine Kampagne spielt oder ein Ranglistenmeister oder eigene Spiele oder ob ihr neu dabei seid. Ich hoffe, ihr werdet diese Gelegenheit nutzen, um gefunden zu werden, um transformiert, um verändert zu werden und um Inspiration zu kriegen. Im Namen des Classic Teams danke ich euch für diese riesige Chance und diesen riesigen Sinn und Zweck unseres Tuns. Danke in aller Demut. Und was auch noch ganz toll ist, also hier World of Warcraft 3 ist wirklich toll. Jetzt haben wir auch die Spoils of War Edition. Das kann man ebenfalls heute hier bestellen auch und kann das nutzen, bis Reforged rauskommt. Also Spoils hat tollen und weiteren Content, also Diablo 3, Hearthstone. Und beide StarCraft sind hier verfügbar, um euch die Zeit zu vertreiben. Und World of Warcraft. Und hier gibt es ein tolles, neues Wagon Mount. Wir haben ein bisschen gebettelt und das World of Warcraft Team hat die Katapultfunktion des Waggons auch wirklich zum Funktionieren gebracht. Also die Figuren in Azeroth werden eure Rache und fühlen. Und wir haben vier einzigartige Skins, die gespielt werden
können, egal welche Art von Gamer ihr seid. Zum Beispiel Jaina kriegt ein Schlachtpferd, sodass sie spielbar wird. Und das ist ganz toll. Und wenn ihr tiefer einsteigen möchtet in Reforged, dann geht auf warcraft3.com und kommt auch später nochmal auf die Mythic Stage um 5.30 Uhr. Und da sind einige Developer dabei. Wir plaudern mal ein bisschen über die Themen von Warcraft 3 Reforged. Also nochmal zurück zu Hearthstone. Okay, wir haben das Mikrofon in den Griff gekriegt und jetzt ganz herzlich willkommen Ben Thompson. He's back. Thanks, brother. Yeah.